Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloschkanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Heute sind wir hier in der Coppa Italia gegen Udinese Calcio. Wir spielen noch gegen Parma, Bologna und das Spiel, was ich selber zocken werde, natürlich gegen Inter. Das große Derby gegen unseren Stadtrivalen. Ich würde aber sagen, wir gehen als allererstes rein hier, beziehungsweise gucken uns erstmal die Simulation an gegen Udinese Calcio. Wir spielen hier heute jetzt in der Coppa Italia gegen Udinese. Ich habe natürlich einiges rotiert. Navas im Tor, Durate darf spielen, Netz, Simons und Co. Und wir gucken mal, was das Ganze in der Schnellsimulation am Ende ergeben hat. Wir sind raus. Esposito in der dritten Minute der Treffer. Und warum will es jetzt nicht hochgehen? Ich drücke eigentlich hoch. Eigentlich müsste es hochgehen. Na gut, dann halt nicht. Ja. Auf jeden Fall erfahren wir nicht, wer die anderen Treffer gemacht hat. Ist ja auch egal. Wir sind ja wieder raus aus der Copa und das ärgert mich schon ein bisschen. Die hätte ich eigentlich gerne mal gewonnen. Ist natürlich nicht der wichtigste Wettbewerb, aber trotzdem wäre es eigentlich ganz nice gewesen, wenn wir da eine Runde weitergekommen wären. Aber nun gut, gehen wir zum nächsten Duell. Semedo will eh nur quatschen. Aber ich würde sagen, wir können hier gleich mal weitergehen gegen Parma. Ist natürlich auch ein Gegner, den man definitiv schlagen muss. Vielleicht kriegen wir auch noch mal kurz was rein hier jetzt in unser Büro. Schauen wir einfach mal, ob da was reinkommt oder nicht. Ich habe mich natürlich wieder komplett verklickt gerade. Muss eh sagen, dass so ein bisschen... Ja, jetzt haben wir tatsächlich ein Transferangebot. Eder Militao, 85,5 Millionen, okay. Und die Spielergespräche und Co. haben irgendwie überhaupt keine Auswirkungen, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Man labert mit den Spielern, aber es hat nicht eine große Auswirkung, außer so ein bisschen auf die Moral. Das war wieder so ein typisches Ding von EA, kann man sagen. Wir gehen hier natürlich rein. So eine Sache, die zwar gut irgendwie gemeint ist, aber am Ende gar keine Auswirkung hat und ja, weiß nicht, ist wieder so nichts Halbes, nichts Ganzes. Gucken wir mal, was sie dann uns so bietet für Militao, der war ja schon mal bei Real. 150 fordern wir einfach mal komplett geistesgestört. Aber wir gucken, was die dazu sagen. Boah, 98 Millionen für Eder Militao. Wir gehen mal ganz bisschen runter auf 140. Bei 120 würde ich ja sagen. Wir gehen mal 129,5. Ja gut, Zinedine, dann halt nicht. Dann bleibt halt Eder Militao weiterhin ein Spieler von Milan, habe ich auch kein Problem mit. Aber war trotzdem ein nices Angebot. Also hätte man durchaus annehmen können, aber am Ende des Tages ist es dann doch ein bisschen nicer, dass er bleibt. Denn wir brauchen ihn eigentlich schon im Verteilen hier gegen Parma jetzt. Da werde ich gar nicht mehr rotieren, ich will keine Niederlage mir einfangen, ganz im Gegenteil. Ich will, dass wir hier gewinnen. Und das tun wir auch. Theo Hernandez und nochmal Theo mit einem Doppelpack sogar. Und Freuler auf jeden Fall hier mit dem Treffer für Parma. Und irgendwie geht es auch wieder nicht hoch. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, dass man, wenn man runterscrollt, nicht mehr hoch kann. Anscheinend ein neuer Bug, aber naja. Ein Spiel machen wir dann jetzt noch und da springen wir jetzt rein. So Leute, wir haben eine richtig schöne Nachricht. Ihr seht hier Moise Kean. Ich habe mich vollständig von meiner gebrochenen C-Verletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Moise Kean ist auf jeden Fall back. Soll auf jeden Fall erstmal geduldig sein. Ja, fand er zwar nicht so cool, aber ist erstmal die beste Variante. Porto will Tavares, lehne ich definitiv ab. Der soll erstmal hier bleiben. Ich denke, gegen Bologna lasse ich die Startaufstellung so, wie sie war. Beim letzten Mal haben wir auch gewonnen, dementsprechend hier in die Schnellsimulation. Ich hoffe, wir packen das. Denn wir brauchen die Punkte für die Liga. Wir gewinnen Zaniolo mit dem Treffer, sehr, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter, eventuell schon rein ins Inter-Spiel, außer wir kriegen nochmal ein schönes Angebot rein. So, wir sind hier jetzt schon im Spiel gegen Inter und zwar mit Donnarumma am Tor. Wir schauen mal, ob wir das Derby hier gewinnen können mit Romagnoli, Koulibaly und Militao. Unsere Stamm-Dreierkette natürlich da hinten. Hernandez, Camavinga, Kessié und Semedo bilden unser Mittelfeld. Zaniolo, ZOM und ganz vorne spielen heute natürlich Marc Thuram und Esposito. Also mit unserer Top 11 hier am Antreten. Das Team von Antonio Conte spielt wie folgt. Rajkovic im Tor, Hernandez, Sanchez und Skriniar in der Dreierkette. Guerrero, Sensi, Henderson, Politano im Mittelfeld. Die spielen das gleiche System wie wir. Barella, ZOM, super geiler Spieler, muss man sagen. Und ganz vorne haben sie Lautaro Martinez und Gomez. Politano. Politano hier gut gespielt auf Henderson, aber wir können das erstmal klären. Koulibaly verliert aber den Ball. Das darf dir nicht passieren, Mann. Das darf dir einfach nicht passieren, dass du den Ball da verlierst.
Mann. Im letzten Spiel gegen Inter haben wir eine 4-1-Klatsche bekommen. Und wenn wir so einen Bullshit veranstalten, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir wieder so eine Klatsche kriegen. Hier Koulibaly. Gutes Pressing von Inter-Spieler, aber ist halt auch komplett lost, dass du hier direkt diesen Gegentreffer kriegst. Ja, knallt ihn dann da rein. Ist dann natürlich auch einfach. Ist dann keine schwierige Aufgabe für Maximiliano Gomez. Zweites Serie A-Tor. Und wir liegen nach 4 Minuten schon hinten. Freistoß Guerrero. Der landet aber bei uns. Trotzdem ist jetzt hier wieder Inter im Ballbesitz. Sanchez hatte auf Barella gespielt. Und der Pass war gefährlich, aber Donnarumma konnte das Ganze hier klären. Jetzt hier der offensive Vorstoß von uns. Thuram mit dem hohen Ball auf Theo. Stark gespielt. Und jetzt hier Theo Hernandez. Theo Hernandez ist schneller als sein Gegenspieler. Der Ball ins Zentrum. Da ist Esposito. Was machst du denn? Den musst du doch aufs Tor ziehen. Ja gut, war sehr, sehr bedrängt. War ein super schwer zu nehmender Kopfball, so wie er da flog. Schade, war eine gute Chance für Milan. Thuram, und jetzt ist hier Kessié gut gelaufen. Thuram könnte jetzt auch reinsprinten, aber der Pass war echt nicht so geil. Thuram. Theo läuft da mal wieder. Theo mit dem Kopf auf Esposito. Der bringt den da weiter. Jetzt ist hier Marcus Thuram, dessen Schuss leider abgeblockt wird. Aber Semedo setzt nach. Semedo mit dieser Flanke. Da ist Esposito und der macht ihn rein. Sehr schön. Nices Ding. Esposito hier mit dem Treffer per Kopfball. Nice. Gut gemacht hier von Semedo, der da einfach gut eingeschaltet ist. Die Flanke ist exzellent und Esposito schlägt da jetzt Rajkovic und macht hier den Treffer für den AC Mailand. Sehr, sehr wichtig. Gut gemacht. Rajkovic geht aber auch ein bisschen stark weit nach unten, muss ich sagen. Weiß nicht, warum er diese Bewegung da unbedingt macht. Aber Sebastiano Esposito mit seinem 5. Serie A-Tor. Gute Entwicklung vom jungen Stürmer und es steht hier erstmal 1-1 im Derby. Und jetzt habe ich halt auf die Kamera geachtet und deswegen jetzt hier nicht aufs Spiel geschehen. Aber wir können das Ganze hier in Ruhe klären oder auch noch nicht. Lautaro, da ist jetzt Barella, aber oh, ein bisschen hier Probleme. Koulibaly klatscht den Ball da weg. Trotzdem Sensi wieder da. Barella. Barella mit der riesigen Chance. Barella mit einer riesigen Chance und macht das einfach stark. Diese verdammte Kamera, ey. Mann. Hat er stark gemacht, Barella. Richtig gut gemacht. Macht hier den Treffer 2-1 für Inter. Sehen wir es nochmal. Der zögert dann. Boah, aber den darf Donnarumma haben. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, hat der Militao ausgespielt, aber der ist super zent. Also Donnarumma, ey. Was ist los mit Gianluigi Donnarumma? Den musst du doch haben. Du bist ein 96er-Keeper. Nicolo Barella macht hier so einen Treffer. Der war sehr zentral. Der darf niemals rein. Wirklich nicht. Inter macht das hier gut, wie sie sich den Ball immer wieder hin und her spielen. Jetzt hier auch mal nach vorne Lautaro. Barella stößt da schon wieder vor. Sensi wird da nicht abgegrillt. Jetzt hier wieder Barella, der einfach immer so unglaublich wendig ist. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, wie das Barella da macht. Und trotzdem irgendwie bleibt hier Inter im Ballbesitz. Das darf der Milan-Abwehr nicht passieren. Koulibaly kriegt es jetzt erstmal geklärt. Semedo auf Kessié. Das war gut gelöst jetzt von Milan. Das war gut gelöst und jetzt kann hier ein Konter entstehen. Semedo sprintet durch. Warum läufst du nicht, Thuram? Warum läufst du nicht durch? Du nervst mich so sehr, ne? Jetzt hier Semedo. Semedo. Semedo bringt den da. Ah, Thuram kommt nicht zum Abschluss. Da war mehr möglich. Da war definitiv mehr möglich. Gomez. Oh, schön gelöst. Jetzt hier Lautaro. Was macht da Lautaro Martinez einfach? Nimmt sich den Ball einfach hoch und klatscht ihn rein. 3-1 Inter. Wir haben, glaube ich, beim letzten Derby 4-1 verloren. Und jetzt verlieren wir hier schon wieder, oder was? Wir werden im Sommer auf jeden Fall aufrüsten, Leute. Im Sommer wird so hart aufgerüstet wie noch nie. Dann wird da auch ein bisschen zwar der Realismus leiden, aber sei es drum. Im Sommer wird auf jeden Fall aufgerüstet dann. In der 4., 5. Saison ist es dann. Ich glaube, die 5. schon. Ich meine, diese ist jetzt die 4. oder? Doch. In der 2. haben wir die Champions League gewonnen. Letzte Saison nicht. 18 Tore schon für Lautaro Martinez. Und auch ein großer Moment, denn es ist das Moise Kean Comeback. Auch wenn er jetzt hier zum 3-1 rauskommt. Reinkommt in die Partie. Vielleicht kann er da ja noch ein bisschen Impact geben und das Ganze nochmal drehen. Kessié, Camavinga, Zaniolo und jetzt ist hier Thuram. Marcus Thuram macht das 3-2. Hol dir die Pille, hol dir bitte die Pille. Junge, dann nimm dir nicht den Ball, jubel von mir.
Warum ist die Kamera immer mal wieder abgedunkelt? Versteh's nicht. Auf jeden Fall macht er hier jetzt den Flötenspieler. Oder was auch immer. Aber wichtig ist einfach, dass wir das 3-2 gemacht haben. Wir haben noch die Chance, das 3-3 zu machen. Das wäre ein Monster-Comeback. Aber es wäre auch bitter nötig. Ich will Inter nicht so ziehen lassen. Max Thuram mit seinem 8. Serie A-Tor. Sehr schön. 3-2 Inter jetzt hier. Es ist wieder offener, das Spiel. Ab nach vorne damit. Cassie ist das. Cassie, bring den Ball doch bitte weg. Oh, da hat sich irgendjemand bei mir verletzt. So, wir sind natürlich jetzt mit voller offensiver Power. Koulibaly, guter Pass. Guter Pass auf Semedo und der Pass war richtig stark. Nicolo Zaniolo. Zaniolo mit der Drehung hier. Nicolo Zaniolo bringt den Ball da erstmal weiter auf Camavinga. Camavinga. Theo Hernandez. Theo. Keen. Anscheinend wieder verletzt. Das gibt's doch nicht. Und jetzt Koulibaly mit dem Abschluss. Er versucht's einfach mal. Kalidou Koulibaly, unser Innenverteidiger. Das wäre es gewesen, wenn er den Ball reingemacht hätte. Gut, wenn er aufs Tor geht, dann hätte ihn wahrscheinlich Rajkovic, weil er doch relativ zentral war. Und Moise Kean muss wieder raus. Dafür kommt Xavi, Simons und Loschek. Kommt Fikessi rein. Beziehungsweise natürlich andersrum. Aber Kean verletzt wieder raus. Ich will da nichts riskieren. Es wäre bitter, wenn er nochmal länger ausfällt. Koulibaly. Zaniolo. Nicolo Zaniolo. Zaniolo zieht ab, aber wurde auch noch gefoult. Wurde auch noch gefoult, wir haben Freistoß. Henderson mit dem Foul, wir gucken mal, hier gibt es so ein bisschen... Na gut. Ich muss aber sagen, bei diesem Teil bin ich bei den Freistößen echt nicht gut. Ganz im Gegenteil, aber wir versuchen den mal trotzdem reinzumachen. Nicolo Zaniolo. Und der ist... War der drin? Ja, der ist drinnen. Der ist drinnen, Nicolo Zaniolo mit dem Treffer. Hier haben wir auch nochmal die Torlinientechnologie. Und der ist mit vollem Umfang durch gewesen. Nice. Nice. Boah. Ja, der ist durch. Minimal. Minimal, aber wir haben den Treffer gemacht. Alles andere ist egal. Ja gut, hier ist natürlich jetzt nochmal richtig deutlich gewesen. Geil. Nicolo Zaniolo mit einem Freistoßtor. Schönes Ding. 87. Minute, 8. Saisontor. Wir haben jetzt noch 3 Minuten plus Nachspielzeit, um das Ganze hier vielleicht komplett zu drehen. Das wäre der Wahnsinn. Oh, stark unser Ball. Semedo. Semedo, der Pass ist gut. Der Pass ist gut. Roschek. Und jetzt hier der Schuss von Theo. Oh, schade. Schade. Das war eine gute Chance. Da hätte man mehr draus machen können. Kunja. Wir sind immer noch sehr offensiv. War das abseits egal? Romagnoli ist eigentlich dazwischen gewesen. Verliert den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit jetzt noch. Ja, Hakimi schneller als Romagnoli. Hakimi stürmt jetzt nach vorne. Ja, wollte, hat hier mit der Finte versucht, ihn auszuspielen. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt hier Henderson. Jetzt haben sie viel Platz. Kunja. Jetzt ist hier Guerrero. Eder Militao hat ihn. Eder Militao ist wieder dazwischen. Jetzt ist hier Xavi Simons. Xavi Simons bringt den Ball nochmal nach vorne. Und Milan ist da jetzt komplett noch aufgerückt. Jetzt hier Thuram auf Zaniolo. Zaniolo, bring ihn darüber. Macht er hier auf Loschek. Loschek. Loschek mit dem Treffer. Loschek. Jawohl. 4-3, Leute. 4-3. Nices Ding. Nices Ding. Wir haben das Spiel nochmal gedreht. Wir haben es nochmal gedreht. Geil. Einfach nice. Hier sehen wir nochmal, bringt Sanjo den Ball dann nochmal rüber auf Loschek. Und der zieht ihn ab und wir gewinnen dieses Derby hier 4-3. 4-3 gewinnen wir das. Haben es wirklich gedreht. Wir haben das Monster-Comeback geschafft vom 3-1, das wir hinten waren. Haben wir tatsächlich ein 4-3 gemacht. Nice. Einfach nur geil. Adam Loschek hier in der 90. Minute, 4. Serie A-Tor, der junge Tscheche. Und jetzt einfach nur noch abpfeifen, Ref. Und er macht's auch. Er hat direkt abgepfiffen. Wir sind Derby-Sieger. So, Leute, wir sind hier jetzt in der Tabelle und ich würde einfach sagen, das Spiel, das war wirklich ein geiles Derby. Sowas ist ein echtes Derby. Milan-Inter, 4-3 Endergebnis und in der Tabelle heißt es Platz 4. In der Tabelle heißt es Platz 4. Selbst der Titel wäre theoretisch möglich. Aber 8 Punkte sind schon sehr, sehr viel bei noch 16 Spielen. Wichtig ist für uns wirklich dieser 4. Platz und den konnten wir Inter tatsächlich jetzt wegnehmen. Mega nice. Ich würde gerne Lazio auch noch überholen. So, der 3. Platz wäre schon das, was wir schaffen könnten. Inter nur noch in der Euroleague. Umso schöner, dass wir gegen sie gewonnen haben. In der nächsten Folge gibt es dann auf jeden Fall nochmal hier den Transfer Deadline Day. Den machen wir dann nochmal komplett zusammen. Ich verabschiede mich als letztes hier jetzt von dieser Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses geile Derby fandet. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.